Es ist Mittwoch. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und das sind unsere Themen. Anklage wegen versuchtem Mord auf der Scholle. Staatsanwaltschaft beschuldigt Familienvater des Mordversuches an seiner Lebensgefährtin. Andenken an Karel Gott. Veranstalter André Eckert erinnert sich an das legendäre Classic Summer Konzert 2015. Und alte Instrumente hoch im Kurs. Beim Instrumentenflohmarkt auf dem Kleinkunstfestival gab es seltene Exponate. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Der Mordversuch gegen eine junge Brandenburgerin von der eigenen Scholle wird nun endlich juristisch aufgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen den damaligen Lebensgefährten der Frau wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Wie der SKB damals berichtete, soll der 36-jährige Facharbeiter am 10. April 2019 auf seine 4 Jahre jüngere Lebensgefährtin eingestochen haben, um sie zu töten. Die Frau erlitt zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen. Die 9-jährige Tochter des Paares hatte die Situation damals sehr schnell erfasst und die Notrufnummer gewählt. Nach einer 10-stündigen Not-OP im städtischen Klinikum konnte das Leben der jungen Frau gerettet werden. Das Motiv für die Bluttat ist höchstwahrscheinlich Eifersucht. Die Frau wollte sich offenbar von ihrem Partner trennen. Noch steht nicht fest, wann das Verfahren am Landgericht Potsdam eröffnet wird. Letzte Woche verstarb einer der größten Schlagerstars, der in Deutschland super erfolgreiche Tscheche Karel Gott. Wir haben über den traurigen Anlass berichtet. Karel Gott war eng mit der Havelstadt verbunden. Er hatte beim Classic Summer Konzert 2015 einen legendären Auftritt. Wir schauen mit dem Veranstalter zurück ins Jahr 2015. Es war die Meldung des Jahres 2015, was das Showgeschäft in der Havelstadt anging. Veranstalter André Eckert war es gelungen, die goldene Stimme aus Prag in die Havelstadt zu holen. Karel Gott, ein Superstar, kommt, das hielt die Kulturinteressierten der Stadt in Atem. Sein Auftritt sicher der Höhepunkt von allen Classic Summer Events. Noch monatelang nach seiner Performance sprachen die Leute über dieses Event. André Eckert hielt immer Kontakt zu dem Weltstar und wusste natürlich, dass der schwer krank war, aber man hofft ja immer und nun ist es leider passiert. Ja, das muss ich natürlich sagen. Als ich jetzt die Nachricht gehört habe, war ich so wie viele andere, denke ich mal, auch sehr geschockt. Weil man hofft ja immer noch, dass doch, wir wussten es ja, dass er krank war, aber man hofft trotzdem, dass so ein Künstler wie Karel Gott uns doch noch sehr lange erhalten bleibt. Und umso schlimmer ist es, dass er jetzt natürlich von uns gegangen ist. Es bleiben schöne, unvergessliche Erinnerungen an diesen Sommer 2015, auch für den SKB, der Karel Gott sogar in Prag kennenlernen durfte. Eckert, immer auf der Suche nach Stars für seine legendären Classic-Summer-Konzerte, hatte Anfang 2015 die Idee, Karel Gott zu verpflichten. Und irgendwann hatte ich die Überlegung, Karel Gott wäre mal der Richtige für den Classic Summer. Ja. Und dann hatte ich durch diese vielen Künstler, die wir auch so geholt haben, hatte ich natürlich auch Kontakte nach Berlin. Dort kannte jemand, der wieder jemanden kannte. Mit denen habe ich gesprochen. Der hat mir dann die Telefonnummer gegeben. Und ich habe tatsächlich dann die Telefonnummer von Karel Gott privat gehabt und habe ihn dann zu Hause angerufen. Und er war sofort, also wirklich sehr offen. Das war das erste Telefonat. Natürlich, wenn jemand anruft, den man nicht kennt, ist man erstmal ein bisschen skeptisch. Und dann aber gab es bestimmt 2, 3 weitere Anrufe und irgendwann entstand dann so gemeinsam der Gedanke, wie könnte man das machen und wie kann er hierher kommen, wie können wir ihn mit einsetzen. Und Karel Gott war bereit zu kommen. Damals ahnte er natürlich noch nicht, dass es sein letztes Konzert in Deutschland werden würde. Eckert erinnert sich. Also er war jetzt nicht gerade günstig, aber er war jetzt auch nicht überteuert. Im Gegenteil, er ist uns auch noch entgegengekommen. Und trotzdem, um das zu stemmen finanziell, war das schon, da musste man schon ein bisschen was machen. Aber meine Classic Summer Besucher und meine Unterstützer, die haben das natürlich mit mir gemeinsam gewuppt. Und er blieb aber auf dem Teppich. Also so, das kann man wirklich so sagen, weil er auch gesagt hat, ich komme hier nach Brandenburg an der Havel. Der SKB war dann vor dem Event auch noch mit im Boot und wir trafen Karel in seinem Prag und führten an der romantischen Karlsbrücke ein Talk-Interview mit dem Star. Eckert weiß noch, wie der Talk mit Karel Gott zustande kam.
Auch die Frage, Mensch, können wir nicht auch noch mal was in Prag machen? Da sind wir ja mit dem SKB nach Prag gefahren. Und da hatten wir ja noch ein wunderschönes Interview mit ihm. Aber ich denke mal, das werden die Zuschauer noch wissen, beziehungsweise vielleicht werden sie es auch noch mal sehen bei euch. Es war jedenfalls eine wunderschöne Sache dort an der Karlsbrücke. Es war eine wunderschöne Sache hier in Brandenburg, dann zum Classic Summer. Legendär. Das mit der Fliege, unglaublich, wir hatten alle so viel Spaß und ich denke mal, er wird auch immer in aller Herzen bleiben, also in meinem ganz bestimmt, aber ich weiß, dass auch viele Havelstädter Karel Gott mochten und auch die beim Classic Summer waren, werden das nie vergessen in ihrem Leben. Ja, das bleibt unvergessen, als er sich während des Konzerts an einer Fliege verschluckte, legendär sein Ausspruch noch auf der Bühne. Mächtige Fliege. Oh, Gott sei Dank, dass es keine Biene war. Später beim SKB-Interview nach seinem Konzert war er dann schon wieder gefasst und ganz Profi. Super Stimmung, bis auf eine Fliege, eine kleine Fliege im Hals. Aber das Publikum hat es verstanden. Das Publikum liebt, wenn irgendetwas passiert, was nicht im Drehbuch steht. Das gab noch einmal einen riesen Medienhype. Alle großen TV-Anstalten wollten vom SKB die Bilder haben. Ja, so war er, der Karel Gott. Zutiefst menschlich ein großartiger Entertainer. 30 Millionen Tonträger hat er Zeit seines Lebens verkauft. In Tschechien ist er ein Volksheld. Und was in Deutschland unmöglich wäre, der Star erhält in Prag sogar ein Staatsbegräbnis. Der tschechische Staatspräsident wird eine Rede halten. Wir alle hier in der Havelstadt werden ihn nie vergessen. Und zum Andenken an Karel Gott strahlen wir noch einmal den Talk mit ihm aus dem Jahre 2015 aus. Am kommenden Montag, dem 14. Oktober, sehen Sie noch einmal den Talk mit Karel Gott zur Erinnerung an den großen Star. Knobi, Knobi, unterbleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Wir kaufen Ihr Auto. Autokontor Brandenburg, Potsdamer Straße 19, gegenüber von Netto. Wir kaufen Ihr Auto in 30 Minuten. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Haben Sie ein Instrument zu Hause? Vielleicht eine Akustikgitarre oder vielleicht doch etwas nicht ganz Alltägliches wie eine Harfe? Beim Instrumentenflohmarkt im Rahmen des Kleinkunstfestivals gab es nämlich eine Harfe zu erwerben und die fand auch einen neuen Besitzer. Alex ist glücklich, dass er das interkulturelle Zentrum mit diesem Schmuckstück verlässt. Hätte er am Samstagmorgen nicht gedacht. Also wir waren gerade schon so beim Gehen, weil wir schon alles ein bisschen durchgeguckt haben. Und da kam dieses spannende Instrument hier auf einmal dazu. Und dann haben wir gleich mal ausprobiert und so ein bisschen gefragt, ja, was würde es so ungefähr kosten? Und ja, jetzt haben wir es einfach mitgenommen. Beim Instrumentenflohmarkt treffen sich Musikkenner, aber auch Interessierte.
angebotene Palette reicht von Gitarren und Bässen bis hin zu Xylophonen. Auch eine Mandoline wird angeboten. Die Besitzerin ist übrigens auch die Verkäuferin der Harfe. Sie ist einfach bei mir eingestaubt und ich habe eine zweite Harfe, eine große, die spiele ich häufiger. Die hat einen anderen Klang in der Tragweite und das ist einfach eine Anfängerharfe. Also damit habe ich angefangen, Harfe zu lernen und bin jetzt umgestiegen auf ein größeres Instrument. Und deswegen war das hier die Gelegenheit, vielleicht zu schauen, ob sich jemand dafür begeistert. Und hat ja auch sich jemand begeistert. Für Alex ist das Harfespielen komplettes Neuland. Er spielt eigentlich Schlagzeug in mehreren Brandenburger Bands. Doch nun will er vom Rhythmus zur Melodie überschreiten. Ich weiß, dass die in Halbtönen gestimmt wird und weiß, dass die blauen... Nee, jetzt erzähl ich Quatsch. Die roten sind C, die blauen sind im F gestimmt und dann orientiert man sich daran. Also geht man einfach die Tonleiter durch und dann weiß man, wo man sich ungefähr befindet. Und der Rest hat es mir gezeigt, wie man dann Terze spielt oder Quinten. Der Preis wird nicht verraten, doch so viel sei gesagt, große professionelle Harfen beginnen bei ca. 1.200 Euro. Wir kommen zu den Wetteraussichten. Es bleibt herbstlich bedeckt, aber die Temperaturen steigen zum Wochenende hin. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Donnerstag hat es noch 15 Grad, am Himmel gibt es mehr Wolken als Sonnenschein, es ist aber nur vereinzelt mit Niederschlägen zu rechnen. Am Freitag gibt es dann vermehrt Regenschauer, die Sonne ist kaum zu sehen und die Temperaturen liegen bei 16 Grad. Ja, am Samstag wird es dann heiter, neben wolkigen Abschnitten gibt es immer wieder Sonnenschein, die Temperaturen klettern auf 20 Grad. Liebe Zuschauer, das war's für den Mittwoch aus der SKB-Redaktion. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie's gut.